Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem CSGO Video, und zwar ein Overwatch. Gucken wir mal, was unser Suspect so macht. Ist ja Dritter mit 1 Kill, 2 Tode. Und sein Team liegt 13-0 hin. Ja, die Map ist natürlich Platz 2. Eben gerade hatte ich schon mal einen angeguckt, einen Wallhacker auf Cash. Den hat er auf jeden Fall gesehen, aber er hat ihn nicht gekillt. So, die T's gehen jetzt auf A, weil er hat nämlich auch die Bombe, der Suspect. Den hat er auch ganz schon mal gesehen. Mit der AK kann er eindeutig umgehen. CT rückt jetzt nach da unten. Das ist natürlich auf die Arve. Ja, das sah interessant aus. Kann gut sein, dass er mit der AK gut umgehen kann. Ja, hat er gesehen. Und dann hat er direkt nachgeladen. Da konnte er nichts gegen machen. Also ich würde sagen, den Spray von der AK hat er auf jeden Fall drauf. Er plantet jetzt bei B. Weiß das von Cutters, was kommt? Nein, aber er kriegt ihn auf jeden Fall tot. Ja, wo ist der Letzte? Der kommt natürlich direkt bei ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nichts Auffälliges bisher. Also nicht so, dass er weiß, von wo die Gegner kommen, ja. Ja, erstmal mit der Autosniper durch die Wand geholt, jawoll. Und ist ja auch nicht so, dass er nur Headers. Vielleicht doch. Ja, du gute Reaktion. Das war aber auch nichts auffällig, er wusste, dass er da ist. Ja. Erstmal zu Ende planten. Und erst dann die Gegner killen. Das war ziemlich lucky von ihm. Da hat sein Mate, der Eisberg, auch ganz schön Arsch gerettet. Katas. Also ich würde immer noch sagen, er kann einfach nicht mit der AK den Spray kontrollieren. Ja, die beiden kamen halt hintereinander, also. Autosniper und AWP, jawohl.
sieht auf jeden Fall so aus, als ob sie sich absprechen würden. Also entweder sind es Freunde, die miteinander spielen, oder halt sonst einfach, dass sie miteinander reden. Ja, das war nicht so schwer, da hat er nur abgestaubt. Da denke ich mir auch, dass angesagt worden ist, wo der Gegner ist. Den hat er gesehen, hat ihn weggemacht. Gegen die Stufen geworfen. Ja, den hat er gesehen auf CT. Gute Reaktion. Den hat er, Mensch. Ja, der von CT saved aber die Arme mit 14 AP. Auch ja. Da sitzt wahrscheinlich ein Sniper da hinten. Einer kommt aus Katas jetzt von der CT-Seite. Ja, und da ist er auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts Auffälliges an ihm gesehen. Nicht ein Warlake, kein Aimhack oder so. Er trifft echt gut mit der AK, da kann man nichts gegen sagen, aber sonst eigentlich nichts. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seht das genauso? Seht das nicht so? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!